kann die erste wirkliche Chance verhindern. Andere Seite, Arnautovic, Pizarro! Es ist das 1:0 für den, der ihn nur stellt. Und Timoschuk guckt zu, kein Abseits, im Rücken weggelaufen. Und Pizarro, ganz eigen macht er das Tor, hält die Hüfte hin. Vielleicht mit dem oberen Oberschenkel Butt auf dem falschen Fuß erwischt. Der Ball läuft gut, viel Ballbesitz, aber bislang zumindest wenig zwingende Aktionen. Vielleicht jetzt mal, ja, das ist die Chance. Und ist das Abseits gewesen? Nein! Die erste richtige Möglichkeit nutzt Bastian Schweinsteiger. Aber wie kann der da so? Ansonsten hätte der Abseits stehen müssen. Da draußen Silvestre bleibt da einfach stehen. Und dann kommt der Ball durch. Und den hat er jetzt auf der Rolle. Altin Top vorbei an Silvestre! Und der kriegt den Ball rüber. Wesley! Außennetz. Das 1:2. Marin. Butt unterm Ball durch. Und das ist die Chance. Das ist nicht das Tor. Abgepfiffen. Vorher gestoßen, geschoben. Prödel war da in der Mitte. Da hätte er das Tor mal gemacht aus kurzer Distanz. Und zwar nicht gegen Butt. Der ist unterm Ball durchgetaucht. Wir sehen das gleich nochmal. So, da alles korrekt. Und jetzt Prödel, der sich aufstützt, leicht schiebt gegen Ottel. Bartstuber ist es. Boah, schwer zu entscheiden für mich. Und das kann eine entscheidende Szene sein. Der nächste hohe Ball in den Strafraum. Arnautovic! War das frech? Arnautovic spekuliert gegen Timoschuk! Und das ist so einfach. Schweinsteiger versucht und trifft. Und wie? Schweinsteiger, Bayern in Führung. Ein Riesentor. Und Louis van Gaal, der sein Glück kaum fassen kann. Sie haben es dreimal herausgefordert hinten. Und dann haut Schweinsteiger diesen Ball in den Knick. Sah unhaltbar aus. Das ist die Gefahr, wenn man die Torchancen nicht nutzt. Schweinsteiger, der jetzt schon winkt, den Ball haben will, sagt, ich bin ganz frei. Mich haben sie vergessen. Und dann sind das 30 Meter aus dem Stand und er versenkt den. Wie ein ganz großer. Boah. Also da kann man dem Torhüter nichts vorwerfen. Bastian Schweinsteiger mit seinem zweiten Tor. Das ist mal ein Führungsspieler. Jetzt klemmt er ab. Und kein Abseits. War eine Foul gesehen. Das ist die Chance Müller. Wo spielt er den Ball hin? Und dann laufen die sich auch noch über den Haufen. Jetzt ist die Fahne oben. Das ist kläglich bis Unvermögen, was die beste Möglichkeit nicht genutzt haben. Und jetzt raus sind aus dem Pokal. 2010, 2011, erleichterter Beifall bei Rummenigge, Hopfner und Hoeneß, die aber wissen,